Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 25. Wir sind auf der Map Hutan Pantai und wir machen noch ein bisschen weiter mit dem Holz hier. Ich habe dann noch andere Sachen, aber ich habe schon mal den Fendt runtergeholt. Der ist definitiv kräftiger als das zierliche Gestell, was hier dran ist. Der wird dann die Strecke schneller zurücklegen, auch bergauf. Vor allem bergauf, weil der einfach mehr Power hat, ne? So. Dann holen wir den mal ran. Na, Notbremsassistent hat bei dem gut funktioniert. Au, jetzt. Komm. Pitikowski, you don't want to stay there. Geh weg da. Das ist jetzt wie hier einparken, rückwärts einparken in eine Parklücke. So. Dann wollen wir mal gucken. Starke Bauer ist nicht aktiv. Jetzt ist er aktiv und dann laden wir mal weiter Holzstämme auf. Also 7 Stück waren es jetzt letztes Mal. Die gingen da bequem drauf. Einfach mal reinpoltern lassen. Ne, kommt schon nach unten auch. Ja. Kommt schon der nächste. Das dauert jetzt halt eben einen Moment, solange wie es dauert, ne? Zwei. Da müsst ihr dann mal durch. Drei. Ah, guck mal. Je schöner das passt, umso besser. Vier. Nee, das ist nicht gut. Verteil dich. Mal ein bisschen rüber. So. Ja. Kann man so machen. Wenn man das ein bisschen dreht. Noch ein bisschen. Ah, guck mal, jetzt passt das da rein. Sehr gut. Bisschen ordentlich machen. Ne? Wir wissen ja, bei Holztransporten gerade ist auch der Sperrpunkt ziemlich weit oben immer. Und das kann beim Fahren schon mal zu richtigen Schwierigkeiten führen. In den Kurven, das habe ich mal eindrucksvoll bewiesen, indem ich so einen Holztransport-LKW einfach mal umgeschmissen habe. So. Glaub, da kommen jetzt die Gurte drum. 2, 4, 6, 7 Stück, genau. Und dann sind wir happy damit. Motor an. Da liegen noch Holzstämme, die holen wir gleich. So. Und ich würde den jetzt schicken. Direkt da leuchtet's. Fährst du los? Also du hast mehr Power als der andere, ne? Deshalb bist du definitiv besser und schneller unterwegs. Berguf. So, du bleibst hier, du bist hier, du bist hier. Bei uns ist nicht viel, ne? Es sind schon Reis gefallen. Aus dem Gewächshaus raus.
Ah, das machst du wieder super, Schott. Ehrlich. Sperrst dich selber ein. Nee. Hier ist noch keine Palette. Nö, 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 nö. Pilze werden ja verkauft. 2 und 5 Liter. Das ist das große Gewächshaus. Es sieht so aus, als würde gerade verteilt. Ihr Reis 4 Liter, das dauert ja lange, ne? Das dauert lange. Dosenfabrik. Da, 18 Liter Chilischoten sind schon ausgeliefert worden. 18 Knoblauch. Habe ich was gesehen? 18 Chili, 17 Frühlingslauch, 18 Knoblauch. Ja. Hier, 40 Kimchi. Hier wird schon Kimchi produziert. Da verdienen wir schon Geld mit. Mit der Kimchi. Und jetzt fehlen die Zutaten. Zweimal Chili, zweimal Frühling, zweimal Knoblauch, 20 Mal. Ja, das kommt dann beim nächsten Mal wieder, aber das läuft schon mal. Dann haben wir hier 20 Mal. Mal. Kimchi haben wir hier. So, was mir hier bei den Preisen fehlt, ist diese Preisansicht, ne? Ah, da müssen wir wieder auf den Mod warten. Stocking Life Dings da. So, Kimchi. Naja, 1000 Liter. Wir warten mal. Zur Not müssen wir noch mehr Gewächshäuser bauen, aber das mit den Dosen ist halt schon mal ein Anfang. Wir haben 10 nach 11. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Le Trecker. Ja, der ist definitiv schneller. Merkst du schon. Der quält sich nicht ganz so dolle. Das geht schon ein bisschen zügiger. So, was wollte ich machen? Aufträge wollte ich gucken. Ballenpressen? Nein. Düngen? Nein. Ernten? Auch nicht. Felsen? Nein. Hacken? Hacken können wir machen. Da haben wir 12 Stunden Zeit. Nehmen wir aber erstmal dieses hier mit Geräte ausleihen. So. Und die Sache ist ganz einfach. Wir lassen das einfach nebenbei den Helfer machen. Und dann haben wir Ruhe, wa? So, wenn ich jetzt H drücke, will er nicht. Mach wieder zu. Ich drücke Escape. So, hier auf die Karte. Hier sind wir beim Fahrzeughändler. Job erstellen, Feldarbeit, wo soll er die machen? Habe ich jetzt vergessen. Bei der 43 da. So, Feldarbeit bei der 43. Ich mach mal in die Mitte. Setze ich den mal hin. Zweimal geklickt, einmal Y. Und er setzt sich in Bewegung. Fährt zu Feld 43 und beginnt da dann die Feldarbeit, hoffe ich. Unser Ticker-Tacker-Tucker-Trecker ist wirklich schneller da, oder? Ja, guck mal. Wo der schon ist. Ich habe den jetzt mal ausgemacht. Fahre den mal selber eben hier den Hügel hoch. Das ging bedeutend schneller.
Nächstes Mal hängen wir ein 1050 davor. So, ja, aber Holztransport ist so eine Sache, können wir uns, also der starke Bauer hilft, ne? Eine Menge Zeit sparen. Aber wir können uns wieder merken. Das ist so eine Sache, da musst du viel Handarbeit machen. Zack. 73%. So. Ziel wählen, das war hier unten. Jetzt gucken wir eben, ob er losfährt. Ja. Ja, du bist hier. Du bist auf dem Weg zu Feld 43. Ist hier eine Autobahn. 8 Meter eingeschränkte Durchfahrtshöhe. Uah. Okay. Da hätte ich jetzt allerdings nicht mit gerechnet. Ja, das klappt irgendwie nicht, ne? Ist ja auch kein Wunder. Wir haben ja hier auch einen John Deere dran. Du willst da? Ja. Nee. Also fail. Die Autobahn ist hier nicht helferfreundlich. Fettes Fail. Okay. Die Frage ist, wie kommen wir hin, wo wir hin müssen? Boah. Hey. Wie kommen wir dahin? Ich laufe jetzt mit dem Traktor dahin. Wollen wir doch mal gucken. Ja, schade. Ich hätte jetzt gedacht, der passt, der packt das Skill. Ich liefere gerade einen Traktor. So. Hier sind wir. Hier soll er arbeiten. Ich tippe einfach mal das H an. Die Heini. Er klappt sich auch auf. Dann denke ich mal, dass er entsprechend was berechnet hat und beginnen wird. Also die Autobahn können wir uns schon mal merken. Ganz böse Geschichte. Die macht keine Laune. So, er arbeitet. Und dabei 14 Minuten, ey, das geht hier wie Uhu flinke Flasche geht das hier so ratzefatze. Oh, wo bist du denn? Du brauchst noch ein bisschen, ist in Ordnung. So, jetzt machen wir mal noch was.
Da ist noch was zu hacken auf der 35 mit Geräte ausleihen. So. Bei 35. Ja, 35. So, Escape, Karte, Fahrzeug markieren, Job erstellen, Feldarbeit, Y. Und fährt los. Das ist ein bisschen näher, besser zu erreichen, glaube ich. Müssen wir uns da keinen Kopf machen. Wo ist unser Fendt? Icke packe mit der Hacke. Wir sind gleich da. Nehmen den Helfer wieder raus. Und kann dann hier mitten auf der Straße einfach stehen bleiben. Ne? Oh, wir werden anstandslos überholt. Naja. So, das letzte Holz. Dann ist der Auftrag gut. Ach, da steht ein Jeep. Ich habe mich schon gewundert, wo das Motorgeräusch herkommt. So, zack. Zack. Ein bisschen weiter vorne hier. Von uns aus gesehen. Zack. Und einen noch. Zack. Na komm. So ein bisschen. So, starke Power aus. Gurte drum mit L. Wie Langfinger. Oh, jetzt sind sie drum. Ach, ich hatte sie beim Verkauf gar nicht abgemacht, ne? Okay, Zielort wählen. Upsi. Dann müsstest du jetzt losfahren. Ja. Jetzt bist du auch ein bisschen leichter. 1, 2, 3, 4, 5 statt 7 Stämme. Ist der Rest vom Schützenfest. Oh. KI-Helfer. 39% KI-Helfer. 9% ist super. Was können wir noch machen? Spitzen. Striegeln. Ja, striegeln. Striegeln war kaputt. Letztens im Livestream. Ballpressen tun, ernten. Er wollte dann beim Striegeln. Was ernten wir denn da? Ernte das Feld ab und bringe die Erzeugnisse dann zur Verkaufsstation. Mietkostenfeld, Fläche, Getreidemühle, Weizen. Weizen. Aber wir können es ja noch mal versuchen. Also ich habe im Livestream am Freitag, heute ist bei mir Montag, der 18.11. Aber davor den Freitag hatte ich gestriegelt. Da wollte der nicht. So. Ihr seht auch rechts, ne? Ich habe jetzt 4 Missionen angenommen. Das liegt an einem Mod, den ich bekommen habe, der es erlaubt, dass man mehr als 3 Missionen
annehmen kann. Der ist gestern am Sonntag, habe ich den entdeckt auf Forbidden Mods. Den findet ihr natürlich auf meiner Modliste, ne? Ne? So. Hier. Job erstellen. 22. So, hinfahren wird er wohl. Die Frage ist nur, ob er das Feld erkennt und striegelt. Wenn nicht, muss ich das von Hand machen, ne? Hätte ich dann nicht so zögern. Die Sonne schien schon schön. So. Den Verkauf machen wir nächstes Mal. Für heute langt's. Ist genug gefilmt, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Freue mich auf eure Kommentare, gerne auch auf Discord. Der Link zum Community Discord Server ist in der Videobeschreibung unter mehr Ansehen. Abonnieren nicht vergessen, das ist bei YouTube völlig gratis, kann sich somit auch jeder leisten. Und ganz wichtig auch den Daumen nach oben da lassen, das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum. Jedes Geklicke zählt, jedes. Ich war und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen, und was in der heutigen Zeit immer noch das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.